Da ist wieder eure Katrin und wieder habe ich News zu berichten. Und zwar möchte ich euch heute die Schleich-Neuheiten für 2019 vorstellen. Bis jetzt hat auch Schleich noch nicht allzu viel preisgegeben, was es Neues geben wird. Das erste sieht man hier bereits. Der Giganotosaurus, ja, bekanntes Modell. Auch noch nicht so alt als Repaint, als ein sehr interessantes Repaint sogar, wie ich finde. Zeigt hier ein wunderschönes Fleckenmuster auf seinem Rücken, aber ich denke, zulegen werde ich ihn mir trotzdem nicht. Denn die Gestaltung des Modells überzeugt mich absolut nicht. Die Arme und so weiter nicht überzeugend, leider. Aber die farbliche Gestaltung, die finde ich schon extrem cool. Und es wird auch so seine Liebhaber finden. Davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Und wer schon die Originalversion hat, der wird sich auch gerne noch das Repaint zulegen. Davon bin ich überzeugt. Tja, was haben wir dann? Eins von den absoluten Neuheiten und ich denke mal, der wird sich verkaufen wie warme Semmeln. Ich denke, das wird das Erfolgsmodell 2019 von Schleich. Dieser Spinosaurus, wow, der für mich optisch auch so ein bisschen wie ein Safari-Modell aussieht. Doch wir haben es ja schon bei den 2018er Figuren gesehen, ja, da Schleich da teilweise neue Wege geht. Siehe nur Psittacosaurus und so weiter, ja, die auch von ihrer Machart ganz anders gemacht sind als wie die üblichen Figuren, die man sonst so von Schleich kennt. Und zu denen gesellt sich auch dieser Spinosaurus von seiner Machart. Er hat kleine Füße, weil er wird quadruped gezeigt. Er läuft nicht wirklich auf allen Vieren, aber ich denke, er stützt sich auf einer der Hände ab. Noch, dass er sicher steht. Deswegen konnte Schleich ihm hier auch kleine Füße geben. Ja, und überhaupt die ganze Machart dieses Modells. Die Farbe, okay, recht dunkel. Ne? Finde ich völlig in Ordnung. Das Modell von seiner Machart her. Wow, also genial. Ein sehr krokodilähnlicher Schwanz, ne? Auch mit diesen Schuppenstrukturen zum Schwanzende hin. Dieses gewaltige Säbel, einfach faszinierend. Der Kopf, super, einfach schön. Ne? Die Zähne sind etwas zu klobig, aber gut, es ist ein Spielzeug, das darf man nicht vergessen. Die Krallen sehen recht spitz aus. Bin ich gespannt, wenn ich dann irgendwann mal das Modellchen in den Händen halte. Und wie groß es denn letztendlich sein wird und auch die Gestaltung der Beine, des Körpers überhaupt. Wow, richtig schön. Richtig, richtig schön. Also auf den dürfte sich wahrscheinlich so ziemlich jeder freuen. Ja, Schleich hin oder her, aber ich denke, das ist eine Hausnummer, das Teil. Dann ebenfalls neu bei den Schleichdinos der Animantax, auch ein Ankylosaurier, wie man unschwer erkennen kann. Ein komplett neues Modell, ja. Typisch Schleich-like, ne? Besonders wenn man die Hautstrukturen sich mal etwas näher anschaut. Ne? Also das wirkt alles ein bisschen hölzern und so, ne? Aber es ist halt typisch Schleich. Trotzdem, das Modell selbst gefällt mir noch recht gut, wird auch den Weg in meine Sammlung finden. Ne? Und mit diesen Stacheln da, die Machart der Haut am Rücken und so weiter, sieht schon toll aus. Er wird auch in einer ziemlich dynamischen Pose gezeigt, ja, drohend hebt er den Schwanz da, na, als wenn er zum Schlag ausholen wollte, als wenn er sich gegen Feinde wehren müsste. Ziemlich coole Sache. Das war der Animantax. Dann gibt es noch ein Modell, bereits bekannt, der Dimetrodon, ein Repaint für 2019, diesmal Giftgrün mit Blau. Ja, so wird er sein. Das Original ist ja in Braun gehalten, Braun-Orange und diese neue Version wird dann in Grün erscheinen. Auch nicht schlecht, ne? Auch wenn man die Ursprungsversion schon in der Sammlung hat, denke ich mal, ist es nicht verkehrt, wenn man sich dann noch das grüne Exemplar mit daneben stellt. Sieht immer cool aus, also ich habe es auch immer gerne, wenn dann die Modelle alle komplett sind, ne? Wenn man sie denn hat. Ja, und last but not least haben wir noch einen wunderschönen Dimorphodon von Schleich. Toll, toll, toll. Also auf den freue ich mich auch schon. Ja, den werde ich mir auf jeden Fall kaufen, wenn er denn auf dem Markt ist. Schleich hat ja bereits einen Dimorphodon auf den Markt gebracht, eine grüne Version. Die überzeugt mich jetzt allerdings nicht so, ja. Aber der hier gefällt mir doch noch recht gut. Tja, damit haben wir drei neue Figuren, drei komplett neue Figuren im Schleich-Sortiment und zwei Repaints in diesem Video. Ja, und ich hoffe, es hat euch etwas gefallen. Ja, schreibt mir ruhig eure Meinung zu diesen Schleich-Neuheiten in die Kommentare. Ja, bin gespannt, was ihr dazu meint. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Review-Time, Unboxing-Time, was auch immer, Time bei Katrin. Bis dann, ihr Lieben, und bye!